Damit ein bisschen Geld, weil der Hexler nicht mehr am Spielen muss. Und
die anderen Techniker selber, also Lore Wang. Und von dem her ist das jetzt kein Mehraufwand. Das ist vielleicht jetzt morgen noch 2 Stunden in Lore Wang zu fahren und dann werden die Sachen geregelt. Mit was ich fahre, also mit unserem 880er Turbo, Dramatik und mit unserem kleinen Weltiger Schwader, und das ist ein Top 340. Der passt für das. Also wir haben noch ein zweites geschwommen, weiß nicht, ob das, vielleicht geht es halt aus, dass wir das noch sehen. Das ist unser 5070er in Holland mit einem Böttinger Top 420, ein alter Top 420, der wo schon eine Tante Max drin hat und die vierten Zinken auf die Arme. Das ist natürlich für die zum Schwadern, für seine Hexel. Natürlich ziemlich besser durch die vierten Zinke, weil du natürlich einfach ein bisschen schneller fahren kannst, somit wieder mehr Hektar machen kannst. Aber ja, ihr könnt es mal reinschreiben, ihr weiß, dass ihr im Grünland seid. Macht ihr schon, habt ihr vor, dass ihr macht, oder ist das für euch noch in langer, weiter entfernter Zukunft? Wie gesagt, wir sind sicher in unserer Region ziemlich von den ersten, aber das ist halt aus dem vorhin genannten Grund, weil wir wieder ein neues Vietnam waren. Halt, von der Kleine. Und da man denkt, das Dauergrünland schaut eigentlich auch nicht so schlecht aus und dass es dann wirklich auszahlt, dass wir genug Fläche haben zum Wechseln, machen wir da irgendwie mit. Und somit hat sich das ergeben und das ist eigentlich ziemlich gut gegangen. Mit der Droh haben wir eigentlich bis jetzt ziemlich. Natürlich, die Wiesen, die ein bisschen extensiver bewirtschaftet werden oder gedüngt werden, ist das Material natürlich nicht so extrem, aber ich sage, das Ackergras, das war schon nicht mehr draußen. Also da man stellenweise viel hohes Material kaufen wird. Und da macht es richtig Freude, wenn man mehrere Quadraten kommt. Jetzt wird mir wahrscheinlich schon wieder leichter verstehen. Ist klar, weil unser Steier hat halt nicht mehr die leiseste Kabine. Und ich schaue mir gerade das Futter an, also von der Trockenheit her wird es für morgen perfekt passen, wenn morgen zum Mittag der Häcksler kommt. Ja, mit dem Geschwamm bin ich halt unterwegs, das ist unser 80-80er Tour, wie schon gesagt. Und unser Top 340. Was leider noch die 3 Zinken hat. Unser 420 hat schon die 4 Zinken und die Tante Max. Aber er hat halt andere Vorteile. Also man kann mit ihm mit kleineren Traktoren fahren und am Hang tut man sich halt leichter. Am Hang fahren wir sowieso nicht mit unseren kleinen Traktoren, weil unsere kleinen alle kein Allrad haben, aber für damalige Verhältnisse hat eigentlich perfekt gereicht für uns. Ich tue jetzt gerade nur noch die Sicherung rein, weil der 8080 halt noch keine Zapfenbremsen hat, sondern der kuppelt einfach aus und deswegen muss ich das sperren, dass ich das auf der Straße nicht rad. Es geht sich mit dem perfekt aus, dass ich auf der Straße muss keine Zinken übernehmen. Ich bleibe noch unter 2,90 m. Ja, warum ich kein Schwot durch oben habe, wie ich schon gesagt, wenn man wie für einen Häcksler die Flächen zusammen schwadern, fahren wir zu zweit und da hat der große Schwader Schwad durchkommen, weil der macht meistens die Schwad fertig, weil er einfach mehr Material rächen mag und deswegen fahre ich ohne Schwad durch. Und da habe ich eben für unseren Lorewagen
das zusammengehackt oder zusammengekauft oder zusammengeschworen, wie halt ihr sagt. Wir sagen mal zusammengeschworen. Und der Patrick, also mein Bruder, wird das morgen in der Früh holen gehen. Passt, dann sehen wir uns auf der nächsten Wiesn wieder. Was ich vielleicht vorher nicht gesagt habe und ihr euch vielleicht die Frage gestellt, warum das überhaupt nicht kreiselt ist, die Wiesn. Ja, wie man sieht, da liegt nicht so viel Futter. Das ist eben einer von unseren extensiv bewirtschafteten Flächen. Warum? Ja, die Wiesn liegt mitten im Ort. Und jetzt ist es blöd, wenn man da jetzt mit der Gülle, oder wir wollten es eigentlich nicht, dass wir da mit der Gülle her, mit der Gülle oder mit Mist zu viel hinkommen. Und damit einen Gestank verursachen. Natürlich gab es die Option mit der Kunstling und auch. Aber wir sagen, das muss ja nicht sein. Und von dem her gesehen, ist das halt auch nicht von unserer extensiven bewirtschafteten Fläche. Kommen wir da auch nicht kreisen, da wird eigentlich nur gemacht und zusammengeschworen. Was ich vorher gemeint habe. Da hinten kommt der Kura mit unserem 5000er. Wenn man das sieht, da sind wir jetzt auch breiten. Also das ist unser, wenn wir eine Runde miteinander fahren. Und auf der Wiesn, der hat starke Zweigter, zahlt sich das halt perfekt aus. Der wird natürlich auch gehäckselt. Da geht der Radio halt immer dabei. Vom ersten Schnitt, die letzte Fuhr ist gerade eintreten. Und für alle, die es jetzt bis zum Schluss ausgehalten haben, sage ich einmal Dankeschön und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Viel Dank!